Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag und insbesondere die Perspektive, was man am Ende alles gefördert bekommen kann, wenn man eh investieren will. Das sollte, glaube ich, jeder mal zukünftig überlegen. Wir sind ja irgendwie alle gehalten, da was zu tun an der Stelle. Vielen Dank. Schön, dass wir auch Profis in Wernigerode haben, die sich genau mit dem Thema beschäftigen. Freue ich mich sehr. Vielen Dank. Und dann dürft ihr jetzt einen Kaffee trinken gehen. Genau. Ja, vielen Dank nochmal. Meine Damen und Herren, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt und der bringt uns zu einem der touristischen Hotspots unserer Region, dem Nationalpark Harz. Wir sind uns, glaube ich, alle ziemlich einig darüber, dass der Nationalpark halt eben neben dem Fakt, dass er eine Naturschutzbehörde ist und tatsächlich auch als Behörde agiert, aber einer der ganz wichtigen großen touristischen Player hier im Harz ist, quasi vergleichbar mit den anderen großen touristischen Einrichtungen und von den Besucherzahlen sicherlich der absolute Hotspot. Wir haben ja, Herr Baumgartner wird es vielleicht gleich sagen, viele, viele tausend Gäste, vielleicht sogar Millionen Gäste im Nationalpark. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, dass Sie uns einen Input geben können. Vielleicht kurz, Sie sind noch gar nicht so lang beim Nationalpark. Genau, ein Jahr beim Nationalpark, genau. Viele von Ihnen kennen vielleicht noch seinen Vorgänger, Herrn Dr. Knolle, der viele Jahre sozusagen da den Job gemacht hat. Sie sind eigentlich Journalist. Oder Sie sind gelernter, studierter Journalist sozusagen und dürfen jetzt sozusagen die Pressearbeit des Nationalparkes lenken und steuern. Das ist, kann ich mir vorstellen, nicht immer ganz einfach bei den Diskussionen, die auch gerade aktuell immer wieder mal hochploppen, ob jetzt Waldbrand oder auch Schutzgebiete oder Verbote, die man auch immer wieder kommunizieren muss. Deswegen freuen wir uns sehr darauf, dass Sie uns ein bisschen was sagen zu dem, wie der Nationalpark seine Sicht hat auf den Waldwandel, den wir im Moment erleben. Vielen Dank. Ja, guten Tag. Mein Name ist Martin Baumgartner. Ich bin Pressesprecher des Nationalparks Harz. Wie gesagt, ein Jahr jetzt dabei. Noch nicht so ganz sattelfest wie mein Vorgänger. Der konnte oder kann immer noch den Eindruck erwecken, dass er hier damals den Harz mit entdeckt hat. Ich muss mich bei vielen Themen noch auf Manuskripte stützen, weil ich vieles einfach für mich auch noch neu ist. Ich hoffe, dass ich jetzt weniger technische Schwierigkeiten mit meinen Folien habe. Vielen Dank jedenfalls für die Gelegenheit, hier beim Thementag Tourismus etwas Werbung für den Nationalpark machen zu können. Ich möchte Ihnen heute einige Angebote des Nationalparks vorstellen, die unseren Gästen, also auch Ihren Gästen, offen stehen. Und ein Slogan des Nationalparks ist der Wildnis beim Wachsen zuschauen. Was bedeutet das? Die Natur im Schutzgebiet durchläuft einen tiefgreifenden Wandel. Das ist ja für alle offensichtlich. Und auch auf diesem schönen Foto ist eine tote Fichte zu sehen. Diesen Anblick kann man im Moment leider niemandem ersparen. Aber wir sind sehr optimistisch, dass sich dieses Bild bald wieder grundlegend gewandelt hat. Und man kann es auch schon an vielen Stellen erkennen, dass da ein sehr vitaler, neuer Wald nachwächst. Die Entwicklung im Schutzgebiet geht weg von einer durch Menschen geprägten Fichtenmonokultur, die historisch gewachsen ist, zurück zu einem sich selbst überlassenen dynamischen Naturwald. Und wir laden alle Besucher des Nationalparks ein, bei diesem spannenden Prozess zuzuschauen. Der Nationalpark Harz ist einer der größten Waldnationalparke in Deutschland und erstreckt sich über rund 10% des ganzen Gebirges. Er wurde 2006 gegründet durch den Zusammenschluss der beiden Vorgängernationalparke, und zwar in Sachsen-Anhalt, der bereits 1990 gegründet wurde, und der Niedersächsische Nationalpark, der 1994 dazugekommen ist. Das Verhältnis ist ungefähr ein Drittel Sachsen-Anhalt, zwei Drittel in Niedersachsen. Das ganze Schutzgebiet ist fast 250 Quadratkilometer groß. Das ist etwa gleich groß wie der Nationalpark Bayerischer Wald. Der Nationalpark ist fast vollständig bewaldet. Auch abgestorbene Fichten gelten noch als bewaldet und da wird auch wieder Wald wachsen. Und etwa 500 Hektar sind wertvollste Hochmoore, die zu den besterhaltenen in ganz Deutschland gehören, weil hier in der Vergangenheit einfach der Torfabbau sich nicht rentiert hat und davon profitiert heute der Naturschutz.
Der Nationalpark ist einer von derzeit 16 Nationalparken in Deutschland. Und Nationalparke sind großräumige Schutzgebiete, in denen sich die Natur weitgehend ungestört entwickeln darf. Weltweit gibt es mehr als 5000 Nationalparke, die von der Internationalen Union zur Bewahrung der Natur anerkannt sind. Dazu gehört auch der Nationalpark Harz. Und Nationalparke sind in Deutschland die mit am strengsten geschützten Naturlandschaften. Das Motto der deutschen Nationalparke ist Natur, Natur sein lassen, also die Natur so weit wie irgend möglich sich selbst zu überlassen. Dahinter steht eine Naturschutzstrategie, die Prozessschutz genannt wird und die im Kern auf dem Nicht-Eingreifen in die natürlichen Prozesse in Ökosystemen beruht. Also es geht wirklich darum, die Natur in Ruhe zu lassen und im Grunde nichts zu tun, weil man der Überzeugung ist, dass die Natur selbst für sich am besten sorgen kann. Das findet sich so auch ganz genau im gesetzlichen Auftrag für die Nationalparkverwaltung wieder. Im Gesetz heißt es, dass auf mindestens 3/4 der Schutzgebietsfläche ein möglichst ungestörter Ablauf der Naturvorgänge möglich sein soll. Der Nationalpark schützt eine einzigartige Naturlandschaft, die so an keinem anderen Ort in Deutschland zu finden ist. Und wir nennen das die sagenumwobene Bergwildnis. Das ist auch eine Verbindung der wilden Natur zu unserer reichen Kulturtradition und ist so was wie unser Markenclaim, würde man im Marketing sagen. Der Nationalpark erstreckt sich über alle Höhenbereiche des Gebirges. Das ist eine Höhendifferenz von mehr als 900 Metern und umfasst 6 verschiedene Vegetationszonenstufen. Und die ganze Bandbreite an charakteristischen Ökosystemen, von großen alten Buchenwäldern hier im Norden, zum Beispiel bei Ilsenburg sehr schön, oder im Süden bei Herzberg, seltene Bergfichtenwälder, die unberührten Moore, Felsformationen und zahlreiche Fließgewässer. Rund 10.000 Tier- und Pflanzenarten und Pilze sind nachgewiesen worden, darunter viele seltene und besonders geschützte. Zum Beispiel unsere Eiszeitrelikte oben auf dem Brocken, weil das Gebirge wie so eine Insel hier im norddeutschen Flachland ist, haben sich da viele Arten ein Refugium gefunden, die mit wärmeren Bedingungen nicht zurechtkommen. Die Krönung des Ganzen sozusagen ist dann der Brocken mit seinen 1141 Metern. Der höchste Berg in Norddeutschland und eine weitere Besonderheit des Harzes: das einzige Mittelgebirge in Deutschland mit einer natürlichen Waldgrenze. In den Alpen muss man, um vergleichbare klimatische Bedingungen zu finden, noch mal rund 1000 Meter in die Höhe steigen. Der Brocken gehört für viele Harztouristen zum Pflichtprogramm und wir bieten da oben regelmäßig Führungen mit unseren Rangern an. Auch der Brockengarten ist zum Beispiel von Mitte Mai bis Mitte Oktober für Besucher geöffnet und dort kann man rund 1500 Pflanzenarten aus allen Hochgebirgen der Erde bewundern. Auch der Nationalpark als Ganzes ist ein sehr beliebtes Urlaubsziel. Das hat eine Studie der Universität wissenschaftlich untermauert, also das ist nicht nur gefühlt so. Die Forschergruppe um Professor Job kam bei ihrer Untersuchung auf insgesamt rund 1,75 Millionen Besuchstage im Nationalpark, etwa die Hälfte Übernachtungsgäste und die andere Hälfte Tagesgäste. Und die Besucherschwerpunkte sind ganz klar Brocken und Torfhaus, wobei viele natürlich von Torfhaus zum Brocken gehen. Die Wissenschaftler wollten dann auch herausfinden, warum, aus welchen Gründen die Menschen in den Harz reisen. Und dabei hat sich ganz klar gezeigt, dass Natur zu erleben das wichtigste Reisemotiv für einen Harzurlaub ist. In dieser Befragung im Rahmen der Job-Studie sagte dann 1/4 der Gäste, dass der Nationalpark für sie eine große bis sehr große Rolle für ihre Urlaubsentscheidung gespielt hat. Ein ganz ähnliches Ergebnis hatte auch eine Befragung des Harzer Tourismusverbandes, wonach mehr als 90% der Harzgäste Naturerlebnis als Motiv für ihren Besuch nannten und auch mehr als 40% explizit den Nationalpark Harz. Beim Stichwort Naturerlebnis im Harz fällt einem natürlich zuerst mal das Wandern ein. Und es gibt in unserem Schutzgebiet rund 600 Kilometer ausgewiesene Wanderwege, allein im Nationalpark.
Darunter beispielsweise ein Abschnitt des Harzer Hexenstieges, der über den Brocken führt. Das ist meines Wissens nach wie vor einer der Top-Trails in Deutschland. Es gibt da so eine Internetseite, die die alle bewertet. Und da ist der Hexenstieg wohl einer der beliebtesten Wanderwege, Fernwanderwege. Auch Radsport in der freien Natur erfreut sich enormer Beliebtheit und im Nationalpark gibt es etwa 240 Kilometer ausgewiesene Mountainbike-Wege. Auch Wintersport ist im Nationalpark möglich, jedenfalls bei ausreichendem Schnee, dann werden im Schutzgebiet 150 Kilometer Loipen gespurt. Außerdem gibt es noch 70 Kilometer Winterwanderwege, die für die Besucher freigehalten werden. Sie sehen, es gibt also viele Möglichkeiten für unsere Besucher, die einmalige Natur im Harz zu erkunden, entweder auf eigene Faust oder eben geführt von unseren Rangern. Und Naturerlebnis zu ermöglichen, gehört zusammen mit naturkundlicher Bildung ausdrücklich auch zu unserem gesetzlichen Auftrag. Aus diesem Grund bieten wir in jedem Jahr ein spezielles Naturerlebnisprogramm an, das allen Gästen offen steht. Das Heft dazu heißt Unterwegs im Nationalpark Harz. Da finden Sie alle Angebote und Veranstaltungen, die wir in dem Jahr anbieten und auch wichtige Informationen wie Adressen und Ansprechpartner für Ihre Gäste. Und darin sind jährlich ca. 1000 offene Veranstaltungen. Also die stehen jedem offen, der die wahrnehmen möchte. Darunter sind Führungen, Vorträge, aber auch spezielle Aktionstage. Und sehr beliebt für die Besucher sind die Touren mit unseren Rangern, die, wie Sie sehen, praktisch an allen Orten im Nationalpark starten. Also man kann eigentlich von überall einen Ranger finden, der einem irgendwie ein schönes Stück im Nationalpark zeigt. Seit diesem Jahr gibt es auch spezielle Tourenangebote für Radfahrer. Zum Beispiel eine Mountainbike-Exkursion, bei der die Teilnehmer im wahrsten Sinne des Wortes die wilde Natur erfahren können. Oder auch eine 50 Kilometer lange Tour mit dem E-Mountainbike in die Hochlagen des Nationalparks. Dann gibt es die Volksbank Arena Harz. Auch da ist der Nationalpark ein Teil davon. 22 von den insgesamt 74 ausgewiesenen Mountainbike-Routen führen durch das Schutzgebiet. Wer den Nationalpark zu Fuß erkunden will und sich dabei über ein bestimmtes Thema informieren will, kann das auf einem unserer Naturerlebnispfade tun, zum Beispiel hier der Urwaldstieg am Brocken. Das ist ein kurzer Stichweg und wie Sie sehen, das beginnt mit so einem Bohlenweg. Da erfährt man Wissenswertes über diesen besonderen Naturschatz. Das ist ein seit mehr als 300 Jahren sich selbst überlassenes Stück Bergwichtenwald. Also quasi das, was man Urwald bezeichnen würde. Es gibt insgesamt 8 von diesen Naturerlebnisfaden zu ganz unterschiedlichen Themen und auch welche speziell für Kinder. Zum Beispiel der Löwenzahn-Entdeckerpfad in Dreiannenhohne mit seinen Forscherstationen. Der ist auch kurz in dem Film gezeigt worden. Dieses Wasserrad zum Beispiel oder diese Wand, wo man die Käferbilder so drehen kann. Oder auch der Märchenpfad, das Weiße Reh. Da kann man von Schirke zum Brocken gehen und die Kinder, denen wird auf dem ganzen Weg quasi das Märchen von dem Weißen Reh erzählt. Und das Ziel ist dann das Brockenhaus oben auf dem Brocken. Beliebte Anlaufpunkte für unsere Besucher sind auch die Nationalparkhäuser und Besucherzentren. Zum Beispiel hier der wunderschöne Hohenhof. Ich persönlich finde, das ist so das schönste Haus, jedenfalls von denen, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Da ist es wirklich sehr idyllisch, ein schöner Ausflugsort. Und in unseren Nationalparkhäusern begrüßen wir jährlich ca. 250.000 Gäste. Selbst im Corona-Jahr 2021, in dem außerdem 2 Häuser wegen Umbauarbeiten geschlossen waren, haben wir noch mehr als 76.000 Besucher gezählt. Das sind die weiteren 6 Nationalparkhäuser neben dem Hohenhof. Also es ist eins in Torfhaus, das Brockenhaus, dann in Schirke, da wo die Polleranlage zur Brockenstraße ist, ist auch ein Nationalparkhaus. Dann das Nationalparkhaus in St. Andreasberg. Das Haus in Ilsenburg, das wurde jetzt im Oktober nach einem aufwendigen Umbau wieder neu eröffnet. Und
das Harzwaldhaus in Bad Harzburg. Da wurde die Ausstellung komplett neu gestaltet. Die wird am 24. November feierlich eröffnet, ist aber auch jetzt schon für Besucher geöffnet. Wir haben es nur noch nicht so feierlich gemacht. Das wird dann am 24. nachgeholt. Der hier ist mittlerweile fast so was wie das Wappentier des Harzes geworden und auch den kann man im Nationalpark aus der Nähe erleben. Die Luchse in unserem Schaugehege an den Rabenklippen, die sind absolute Publikumslieblinge und sind aber auch Botschafter für die wild lebenden Luchse und für dieses sehr erfolgreiche Wiederansiedlungsprojekt. Einfach um Menschen die Möglichkeit zu geben, diese Katzen mal zu sehen, weil die Chance, sie in freier Wildbahn zu finden, ist wahrscheinlich so wie ein Lottogewinn. Also jeder, dem das gelingt, der kann sich wirklich glücklich schätzen. Die Luchse da oben werden zweimal in der Woche vor Publikum gefüttert und die Mitarbeiter geben dann auch Informationen über die Katzen. Und diese Gelegenheit nutzen oft mehrere hundert Zuschauer. Also da ist richtig was los. An einem schönen Tag kommen da sehr viele Besucher. Man kann auch mit dem Bus da hochfahren. Also wem die Wanderung dahin zu anstrengend ist, der kommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin. Ist auch eine schöne Gaststätte da in den Rabenklippen. Also das ist ein toller Tagesausflug, auch für eine Familie gut geeignet. So, jetzt haben Sie hoffentlich einen Überblick über die touristisch nutzbaren Angebote des Nationalparks bekommen. Dürfte eigentlich für jeden Naturfreund jeder Altersklasse etwas dabei sein, vom Veranstaltungsprogramm über buchbare Angebote für Gruppen. Also man kann auch einen Ranger quasi ganz für sich buchen, der einem dann mit der Familie oder auch einer Firma was zeigt. Dann kann man natürlich die Besucherzentren sich anschauen mit den Ausstellungen, die Naturerlebnispfade, Luchsschaugehege. In Herzberg gibt es noch ein Auerhuhngehege. Das wissen viele nicht, aber das ist auch eine sehr schöne Anlage. Da kann man sich diese großen Wildhühner angucken, die leider nicht so erfolgreich ausgewildert werden konnten wie der Luchs. Also bei denen hat es nicht funktioniert. Dann gibt es den Brockengarten, die Wanderwege und für Kinder gibt es auch unser Junior Ranger Programm. Das sind Naturschutzgruppen für Kinder und Jugendliche, die sich regelmäßig treffen. Da können aber auch Kinder, die hier nur Urlaub machen, teilnehmen und gibt auch verschiedene Angebote. Nicht vom Luchs, wenn ich richtig informiert bin, überwiegend Füchse haben sich da bedient und die Lebensverhältnisse an sich passen nicht mehr so für die, weil die sind hier total isoliert im Harz, es gibt keine Verbindung zu anderen Populationen. Also es wurde über viele Jahre sehr aufwendig betrieben und irgendwann hat man gesagt, okay, es hat keinen Sinn, es kommen nicht genug in freier Wildbahn durch. Man hätte also jedes Jahr wieder Hühner züchten müssen und macht dann auch keinen Sinn. Also das muss man sich dann mit abfinden, dass es nicht funktioniert. Ja, hier auf dieser Karte können Sie sehen, dass die Angebote und Einrichtungen eigentlich über das gesamte Nationalparkgebiet verteilt sind und die meisten sind auch gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Und damit lade ich Sie und auch Ihre Gäste herzlich ein, der Wildnis beim Wachsen zuzuschauen im Nationalpark. Und bin ohne technische Probleme durch meine Präsentation gekommen. Und vielleicht haben Sie noch die eine oder andere Frage, dann würde ich die gerne versuchen zu beantworten. Danke. Im Moment nicht. Na, die Kollegen sind ja auch noch da. Es gibt ja einen Messestand im Nationalpark, die stehen da hinten. Die sind schon länger dabei. Da kann man auch immer mal vorbeigucken und nochmal Fragen stellen. Ich glaube, das ist auch das, was wir immer wieder jetzt für uns festgestellt haben. Es ist wichtig, dass wir als Touristiker mit dem Nationalpark genau diese Mehrwerte, die Sie eben erklärt haben, dass wir die erkennen und dass wir die unseren Gästen auch erklären. Wir haben natürlich, das will ich an der Stelle auch sagen, gerade im Bereich unserer Touristinformation Schirke ganz, ganz viele Nachfragen zu dieser Waldveränderung, die alle durchmachen und natürlich auch zu den unterschiedlichen Landschaftsbildern, die sich daraus ergeben, dass es ja durchaus unterschiedliche Philosophien gibt im Wirtschaftswald, im Nationalpark und jetzt in unserem Stadtwald, dem städtischen Wald.
Wald auch. Und da prallen natürlich dann am Ende auch die Waldbilder aufeinander. Und das ist für Laien nicht immer nachvollziehbar, warum bestimmte Dinge in bestimmten Abschnitten so oder so laufen. Und insbesondere, und das ist ein großes Problem, was wir im Moment sehen, sind tatsächlich die Waldwege im Moment in einem Zustand, natürlich auch die durch die massiven Abfahrten von Holz, die notwendig waren. Da müssen wir in den nächsten Jahren viel Geld investieren. Und die Stadt Wernigerode hat das mal für sich hochgerechnet. Wernigerode hat etwa 2000 Hektar Stadtwald. Davon sind 1000 Hektar Stadtwald mit Fichtenbesatz gewesen, der eigentlich tot ist. Und wenn Sie mal davon ausgehen, dass wir in normalen Jahren etwa es schaffen, 30 Hektar aufzuforsten, dann wissen Sie also, dass wir über 30 Jahre benötigen, um überhaupt wieder aufzuforsten im Stadtwald. Und dass wir dafür etwa jedes Jahr 300.000 Euro benötigen. Das ist so etwa die Summe, die man für 30 Hektar braucht. Da wissen Sie, dass das eine riesen Mammutaufgabe ist. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass der Nationalpark nutzt das ja auch, dass es viele Initiativen gibt, die am Ende auch von den Touristen getragen werden. Die sagen, wir wollen einen Baustein dazu beitragen, dass hier wieder schneller Wald entsteht, die also Geld selber in die Hand nehmen, die zusätzlich zur Übernachtung was bezahlen, die bei Aktionen mitmachen. Es gibt ja bei Radio Brocken diese große Aktion, die auch mit dem Nationalpark gelaufen ist, wo Hunderttausende Euro, glaube ich, zusammengekommen sind. Also auch da vielleicht meine Bitte an Sie als Vermieter, geben Sie das an Ihre Gäste gern weiter. Das ist bei uns in der Tourismus GmbH auch möglich. Wir sammeln ja auch für einen Tourismuswald, der im nächsten Jahr dann auch erstmals gepflanzt wird. Das erklären wir Ihnen auch gleich noch im nächsten Folgevortrag so ein bisschen, was da passieren wird. Aber der Nationalpark hat da auch natürlich alle Quellen und alle Möglichkeiten, dass man sich da einbringt. Und vielleicht können Sie das an die Gäste weitergeben, denn die Frage kommt bestimmt immer mal bei Ihnen, warum sieht das so aus und was kann man eigentlich machen und könnten wir was machen bei der ganzen Geschichte? Und dann ist es immer gut, sagen zu können, ja, Sie können was machen. Vielen Dank. Gut.